Ja, dann begrüße ich euch zu dem schönen Thema Krise und keiner geht hin. Wir könnten theoretisch mal damit anfangen, wenn irgendwo akuter Bedarf ist, irgendwo Krise, um da mal reinzuschauen, wenn jemand Interesse hat, wenn jemand den Mut hat, wenn jemand Bedarf hat. Und wir können auch die Aufzeichnung, wenn es gewünscht ist, so lange pausieren. Gibt es irgendwo einen akuten Bedarf, sonst zähle ich meine eigenen Krisen, ja nicht meine eigenen. Ich habe noch eine Handvoll Krisen in petto, also von daher gibt es keinen Mangel. Aber wenn Bedarf ist, jetzt ist der Augenblick, hier zu schreiben. Ich liebe eine Welt ohne Krisen. Und eine Session ohne Krisen. Genau. Der Felix hat eine Krise. Nein, der Felix möchte etwas dazu sagen. Mikro müsstest du selber freischalten können, theoretisch. Nein. Versuch es nochmal. Jetzt. Ah, jetzt geht's. Okay. Es ging gerade irgendwie nicht selber freizuschalten, aber jetzt ging's. Also ist Krise. Du kannst dich nicht freischalten. Schon sind wir mitten im Film. Ne, meine Krise ist gerade ein bisschen, ich bin angewidert Oh, von von mir. vielen Personen, Reaktionen, mir selber. Das ist gerade meine Krise. Also wirklich Anwiderung, dass ich, boah, dass mir fast schlecht wird manchmal. Wie sich Speziell Leute oder im verhalten, Allgemeinen? wie ich mich verhalte oder ich denke über mein Verhalten nach oder sowas. Ist das schon länger? Oder hast du irgendwie einen Auslöser? Paar Wochen. Manchmal ist Frieden mittendrin, dann ist es mir egal. Aber ich spüre es doch täglich. So, ich sehe das dann in anderen Leuten. Mir ist meine Reaktion darauf bewusst, dass ich angewidert bin, wie sich jemand verhält, was jemand sagt. Das können ganz Das kleine Dinge sein. Eine E-Mail. kommt also an. Ach so, okay, ich dachte gerade, kommt Oder. das bei dem anderen an, merkt er das oder ist das so eine Geschichte? Oh nein, mehr so im Stillen, irgendeiner schreibt dir eine E-Mail oder du hörst von mir eine Session oder ist irgend sowas. Genau, Oder ich irgendwas. spreche da mit der Person nicht unbedingt drüber. Ja. Ja, nee, Ich das meine ich bemerke nicht, aber das. das auch von der Ausstrahlung kann man das ja auch schon merken, ob du da. Man kann leicht die Augen verdrehen, ohne sie zu verdrehen oder sonst was. Aber ich glaube, das ist mehr im stillen Kämmerlein, weil es geht dir auf den Keks. Oder geht es dir nicht auf den Keks? Also im Sinne, wenn man das mal rein vom Kurs von denen, da gibt es ja diese wunderbaren Entscheidungsregeln, wenn man sich das mal anschaut. Du kannst wenigstens entscheiden, dass du das, was du da siehst, nicht magst. Ist der Widerstand dagegen? Gegen dieses Unbehagen oder Ja, überhaupt gegen dieses Genervtsein oder dieses Angewidertsein oder nicht mögen. fühlt sich eher passiv an. Also ich merke, es belastet mich, aber es ist eher so ein Beobachten. Das ist da. Ich versuche das nicht sonderlich ernst zu nehmen, aber ich merke einfach, es geht nicht weg. Also willst du es weghaben, geht nicht weg. Du versuchst es nicht ernst zu nehmen, also ist Widerstand da. Das ist das, was ich meine. Subtil zwar, also nicht so nach dem Motto, okay, ich drücke das jetzt mal weg. Ich kenne das, also mitunter, da kommt irgendein Trigger hoch, ein altbekannter, und dann wird sofort das Ergebnis weggedrückt. Ich will nicht hinschauen. Aber so ist es nicht. Oder das ist auch eine Form von Widerstand. Widerstand meine ich einfach. Lass es da sein. Oder ist da jetzt irgendein Bemühen? Ich muss irgendwas damit tun. Glaube, das Problem ist ein bisschen
Ich kann es nicht richtig akzeptieren. Ich bin nicht bereit, mir es anzuschauen. Also Da merke ich, dass eine Hemmung da, ganz weil es normal. mich selber anwidert, mir das anzuschauen, was ich da sehe. Anbiedern oder Anbiedern selber ist im Grunde genommen schon der Widerstand. Und da ist der erste Schritt tatsächlich, wenn man, ich nehme es jetzt nur mal vor den Entscheidungsregeln und dann machen wir noch eine andere Möglichkeit, aber Werkzeugkasten gibt es vieles. Und das ist eben die erste Entscheidung oder Wahl, wie du so willst. Ich mag es nicht. Punkt. Das ist einfach nur die Feststellung, irgendwas ist da. Also kannst du einfach sagen, ich mag nicht das, was ich da sehe. Höre, rieche, schmecke, was auch immer, was da gerade geschieht. Was den Widerstand angeht, kannst du, ich bin immer noch in den Entscheidungsregeln, gehe da einfach nochmal locker durch. Was den Widerstand angeht, kannst du sagen, oder sage ich andersrum, könntest du akzeptieren, und zwar nur jetzt in diesem Augenblick, dass du Unrecht hast. Dass du falsch liegst damit. Mit irgendetwas liegst du falsch, du hattest Unrecht. Ja, das kann ich, ja. Kannst du das annehmen? Was meinst du mit annehmen, dass es einfach so ist, dass ich mich so Dass fühle? du es akzeptierst oder dass du das zumindest halbwegs annehmen kannst und sagst, ja, okay, ich könnte da falsch liegen oder ich hoffe, wie es in der Entscheidungsregel heißt, also ich hoffe, dass ich da falsch liege. Also mein Glaube ist so ein bisschen, dass das nicht die Wahrheit sein kann. Aber das ist mehr ein, ich vertraue drauf, als dass es mir gerade gezeigt wird. Ich vertraue darauf, dass da was hintersteckt, was sich richtig anfühlt. Das fühlt sich jetzt gerade nicht richtig an, wie ich, was ich da sehe. Ist das Vertrauen tatsächlich da? Das heißt also, akzeptierst du oder nimmst du es an? Ja, okay. Ich könnte Unrecht haben. Es ist nicht wahr, also ich könnte Unrecht haben. Weil das wirkt auf der einen Seite dem Widerstand entgegen und eigentlich ist es dann die Erkenntnis, du bist besser dran, wenn du Unrecht hast. Auf jeden Fall, ja. Also das ist dann auch wieder die Frage, ne? Kannst du das irgendwo annehmen oder vielleicht sogar willkommen heißen? Ich wäre besser dran, wenn ich im Unrecht, wenn es wirklich Unrecht wäre, wenn es nicht wahr ist. Wenn das, Also was du siehst, also wenn das, was du siehst, nicht wahr ist, dass du also im Unrecht bist, dann wäre ich besser dran, wenn ich im Unrecht wäre. Denn du magst das nicht, was du siehst, wenn du im Unrecht bist, hey, bist du eigentlich besser dran. das ist so ein bisschen die Hoffnung, die dahinter liegt. Weil das kann es ja nicht sein, wie ich mich hier fühle, dass das irgendwie die Wahrheit ist oder dass das ist, was. Ja, weiß nicht, wie ich das formulieren. Die Hoffnung ist einfach da, ich bin in Unrecht. Ich hoffe, dass ich Unrecht habe. Ja, genau. Ich hoffe, dass genau das war der Punkt. Ich hoffe, dass ich Unrecht habe, weil dann ist erstmal der Widerstand weg. Oder ne, muss nicht unbedingt weg sein, aber der Widerstand, das wirkt dem Widerstand schon entgegen. Und der Widerstand ist das Angewidertsein, das ist der Widerstand. Und du könntest dann schlicht und einfach tatsächlich auch sagen, ja. Wenn ich denn Unrecht habe und wenn ich das nicht mag, dann möchte ich das auf andere Weise sehen. Wärst du bereit, das irgendwie auf eine andere Weise zu sehen? Wäre das dein Wille? Auf jeden Fall. Und damit kannst du dich eigentlich daran erinnern, was du wirklich willst. Denn nicht das, was du siehst. Das ist, weil du es nicht magst. Aber was willst du wirklich? Ja, ich will den Frieden dahinter spüren. Hinter Die was? hinter dieser Situation, dass das nicht das ist, was ich bin.
Also einfach den Frieden spüren, ob jetzt diese Situation da ist oder nicht da ist. Du willst sie nicht wegmachen, sondern klar, meistens ist so, mach weg, aber du willst den Frieden stören. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die kann unabhängig von der Situation passieren. Ja, genau. Die Situation, darum geht es mir gar nicht. Ich will einfach den Frieden darin spüren. Ob die dann Also weiter das, so ist. was, genau. Das heißt also, das ist letztendlich das, was du dann willst und das, wozu du dich entscheidest. Ich will es auf andere Weise sehen. Ja. Also könntest du jetzt sagen, ich will das auf andere Weise sehen. Ich will das auf eine andere Weise sehen. So, und dann vom letzten Schritt, das ist eigentlich nur noch mal die Bestätigung in diesen 4 Schritten. Wenn es darum geht, dass man nicht sofort etwas loslassen will in den Entscheidungsregeln. Oder vielleicht gibt es etwas, das ist die Hoffnung, vielleicht gibt es etwas, dies, oder gibt es eine andere Weise, dies anzusehen. Das ist die Hoffnung, die man dann ausdrückt. Und was kann ich dabei verlieren, wenn ich frage? Und das heißt, du kannst dich dann mit einer sinnvollen Frage an den Heiligen Geist wenden. Denn letztendlich ist das, was du siehst, eigentlich eine falsche Frage, die du gestellt hast, ohne dir diese Frage bewusst zu sein. Aber letztendlich hast du irgendwie eine falsche Frage gestellt. Und zwar bezogen auf das Ereignis, was immer das konkrete Ereignis in dem Augenblick sein mag, was dir dann auf den Keks geht, was dich anwidert, was du nicht mehr ran kannst oder wie auch immer. Aber letztendlich wolltest du etwas anderes. Und jetzt kannst du eigentlich, wenn du das anders sehen willst, kannst du eine andere Frage stellen. Also die Frage ist dann, wie ich das anders sehen kann. Die Frage wäre zum Beispiel, wie kann ich das anders sehen? Wie kann ich da Frieden drin sehen? Und die Frage In oder die dieser Person Feststellung ist, oder? ich will es anders sehen, ja. Wenn es eine Person ist, ist es egal was die Person macht, ist es Liebe, was ankommt, oder ist es ein Ruf nach Liebe? Eins von beiden. Das heißt, man könnte das dann auch so formulieren, wie kann ich das als Ruf nach Liebe sehen? Der andere hat nichts falsch gemacht. Das ist ja der Grund, warum du akzeptierst, okay, ich habe da irgendwo Unrecht. Und jetzt gehen wir aber nochmal, das war jetzt einfach nur mal so die 4 Schritte in den Entscheidungsregeln in Kapitel, was ist das, 30.1. Weiß ich. Und wir gehen einfach nochmal ein bisschen anders nochmal daran, indem du dich nur auf dieses Gefühl, was mit diesem Angewidertsein verbunden ist, konzentrierst. Indem du einfach nur dieses Gefühl wahrnimmst. Und Gefühle kann man, weil das hat ja irgendwas mit Gefühlen zu tun, angewidert sein, abzulehnen, genervt sein oder was auch immer. Aber Gefühle kannst du auch als körperliche Empfindungen erleben. Das hat den Vorteil, Gefühle haben eine bestimmte Qualität. Körperliche Empfindungen sind da etwas neutraler. Also irgendwo auf dieser Achse, irgendwo vom Bauchraum bis oben zum Hals, drückt sich das Gefühl aus. Das ist immer irgend so ein, sei es ein Verkrampfen oder was auch immer. Oder so ein Festhalten, ein Knoten und wie auch immer sich das ausdrückt, aber das eben als körperliches Empfinden. Dieses Zusammenziehen. Das ist dann ein bisschen von der Gefühlsebene weg. Und dieses Gefühl, kannst du das jetzt, in diesem Augenblick, oder könntest du das jetzt, in diesem Augenblick, willkommen heißen? Also ich spüre es. Spüren ist das eine. Oder könntest du das nicht mehr Ja. zulassen, sondern könntest du einfach es willkommen heißen?
Ja, kann ich. Geht da nur darum, und die Antwort ist noch nicht mal entscheidend. Es geht eigentlich nur darum, hinzuschauen, zulassen. Weil wenn du diese Frage beantworten willst, ob du das willkommen heißen kannst, dann musst du erstmal hinschauen. Es wirkt also dann dem entgegen, es versuchen wegzudrücken. Nee, zulassen. Könntest du auch alles, was mit diesem Gefühl zusammenhängt, mit diesem Trigger, mit diesem Ereignis, das sind meistens Gedanken, die durch den Kopf gehen, das spielt alles noch eine große Rolle. Das ist ja das eine, kommt erstmal dieses Gefühl, das ist ein Trigger. Das ist ja nicht etwas, was du irgendwo hervorrufst, in dem Sinne bewusst hervorrufst, sondern das ist ein Trigger. Irgendeiner erzählt dummes Zeug oder erzählt etwas, was dir missfällt und dann kommt das Gefühl quasi automatisch. Und dann kommen möglicherweise Gedanken. Dann fängst du also an, ich will das nicht, ich darf das nicht, eigentlich sollte ich das nicht, ich soll das nicht mehr fühlen und kommen auch teilweise Selbstverurteilungen. Die lösen wieder Gefühle aus, die wiederum Gedanken auslösen. Und schon bist du im Film, der Kreislauf läuft. Und das ganze Gemüse. Losgelöst und nicht losgelöst, aber in Anschluss an dieses Gefühl. Alles das, kannst du das einfach jetzt, nur könntest du das jetzt willkommen heißen. Alles, was dazugehört. Mit allen Also, Selbstbeurteilungen, was immer dir da gerade dazu in den Sinn kommt. da gibt es so ein paar Sachen, die sind von den Dingen, die du gesagt hast, die sind stärker da als andere. Zum Beispiel erinnere ich mich nicht immer ein paar Tage nach, wieso das dazu gekommen ist, dass ich mich so fühle. Aber es kommt dann immer, ja, es sollte doch anders sein. Es sollte doch so laufen oder so laufen. Das Ja, drückt sich dann irgendwie mein Kontroll irgendwas aus. bist du völlig in der Kontrolle. Genau, das ist das Genau. Bedürfnis nach Kontrolle. Ja. Das ist so eines der Grundbedürfnisse, das Bedürfnis nach Kontrolle. Du willst, dass irgendetwas anders ist. Das heißt, du hast noch eine relativ abstrakte Situation schon dadurch, nämlich es ist das allgemeine Empfinden, es sollte anders sein. Ich will, dass das anders ist. Das ist nicht in Ordnung. Aber Genau. kannst du das nur jetzt? Kannst du das einfach willkommen heißen? Also ich vertraue darauf, dass dahinter was liegt. Ich will nur wissen, ob du das so, wie es da ist, nichts damit getan, ob du jetzt vertraust oder ob du das in irgendeiner Weise durch die Kursmangel oder wo auch immer durchpackst. Nee, einfach das, was da ist, alles, was da mit dazugehört, mit allen Selbstbeurteilungen, kannst du das einfach willkommen heißen. Da sein lassen. Wie die Wolken am Himmel, die heißt ja auch, oder die heißt ja nicht willkommen, aber du versuchst sie nicht wegzuschieben. Die gehen von selbst. Aber könntest du das jetzt mit allem, was da hochkommt, mit den ganzen, auch mit den Gedanken, könntest du das jetzt willkommen heißen? Also umso länger ich das spüre, was da ist, umso mehr lässt es nach. So fühlt sich's an. Die Aktiver kannst du, Intensität lässt nach. ich bestehe darauf, aktiver kannst du es willkommen heißen. Versuch's. Kann ja jetzt kein klares Nein sagen. Ich fühlt sich so an. Ich halte es aus, ich beobachte das, das, was ich früher weggeschoben habe, mich abgelenkt habe. Du versuchst, was mitzumachen. Ne? Ich meine aber, das einfach da sein zu lassen. Lass einfach diese Versuche, das auch zu beobachten,
Das ist auch wieder so etwas, okay, dass ich versuche, mich zu distanzieren. Nee, mach nichts damit, sondern die Frage ist so, wie es da ist. Kannst du es willkommen heißen? Noch nicht mal einfach, mein Gott, ist jetzt da, naja, geht ja nicht anders. Nee, heiße es willkommen. Oder besser gesagt, die Frage ist, könntest du? Ist nicht die Aufforderung, sondern einfach nur, könntest du? Ja, ich glaube schon. Könnte, ja. Ist ein könnte. Man muss jetzt nicht die große Überzeugung, klar doch. Nein, nein, ich meine, das ist tatsächlich so, könnte. Ja. Gut, machen wir noch einen Schritt. Könntest du all das als persönlich willkommen heißen? Das heißt, könntest du willkommen heißen, dass da das Empfinden ist, das bin ich, das betrifft mich, das macht mich aus, das bin ich. Dieses Unbehagen jetzt zum Beispiel, Das dieses Unbehagen, diese Reaktion, diese Trigger, diese Reaktion auf andere, auf deine Brüder, diese ganze Situation, die dich jetzt im Moment stört oder schon eine ganze Weile stört, könntest du willkommen heißen. Wirklich könntest du. Und zwar nur jetzt. Nicht für ewig und 3 Tage, sondern nur jetzt für diesen Augenblick. Könntest du willkommen heißen, dass das persönlich ist, dass es dich ausmacht, dass du das bist, dass du dich damit identifizierst. Also es fällt mir schwer zu glauben, dass ich das bin, deswegen wahrscheinlich auch der Widerstand, weil ich denke, ich bin anders. Ich denke, ich bin das alles nicht. Ich denke, oder ich sollte das nicht sein, oder irgendwie Du solche willst es nicht Gedanken schwirren sein, dann rum. ja. Du willst es nicht Aber sein, klar. ich glaube, ich bin offen dafür, das auszuprobieren. Also Einfach nur das, die, genau, einfach das nur die willkommen zu Offenheit. heißen. Okay, das bin ich. Ja, ich heiße das willkommen. Das bin ich, das macht mich aus. Ja, so bin ich jetzt wohl. Okay, und könntest du wiederum nur jetzt, könntest du in diesem Augenblick das als unpersönlich willkommen heißen? Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Es hat absolut nichts mit dem anderen zu tun. Es hat nichts mit irgendeiner Ursache zu tun. Es ist vollkommen, also sprich einer persönlichen Ursache von irgendjemand, weder von dir noch von jemand anders, der das auslöst, sondern es ist etwas vollkommen Unpersönliches. Könntest du das willkommen heißen? Ja, das fällt mir leichter, muss ich sagen, das Unpersönliche. Das Okay, Persönliche, dann, da ja, hatte ich ein dann. bisschen mehr, sag ich mal, Widerstand, merke ich da. Aber das könnte macht es natürlich einfacher. Können das Ich sage immer kommen nur heißen könnte. können. Ja, ich heiße nur, sage immer nur könnte. Geht immer um die dritte Unmöglichkeitsform. Aber könnte ich jetzt, darum geht's. Ja, das ist unpersönlich, könnte ich auch willkommen heißen, ja. Dass das unpersönlich ist. Gut, geh nochmal den Schritt zurück und könntest du das jetzt nochmal als persönlich willkommen heißen? Es macht dich aus. Und dann sag mir, was ist der Unterschied? Was fühlst du dabei? Oder wie empfindest du das? Der Unterschied ist da für mich, dass es da um meine Persönlichkeit geht und ich eine gewisse Vorstellung von meiner Persönlichkeit habe, wo das nicht reinpasst. Nee, das ist Denken. Ich meine nicht, dass du dir da irgendwelche Konzepte machen sollst. Ich möchte wissen, wie sich das anfühlt. Was ist der Unterschied beim Anfühlen? Es ist unmittelbar. Was spürst du, wenn du das alles als persönlich, was mich angeht, was mich ausmacht, was ich bin, wenn du das willkommen heißt? Spüren, nicht denken. Wie fühlt sich das an?
Also, du meinst das Willkommen heißen, ne? Wie fühlt sich das an, das Willkommen zu heißen? Das willkommen zu heißen, das zuzulassen und das eben willkommen zu heißen, wie fühlt sich das an, wenn du das als ganz persönlich dich betreffend als dich willkommen heißt? Ja, befreiend, befreiend auf jeden Fall. Als Wenn wenn der das als La persönlich, als persönlich. Ich Also wenn finde du es das trotzdem als befreiend. persönlich. Ich finde es trotzdem befreiend. Ja, gerade persönlich muss ich sagen, wenn ich das willkommen heiße, dass das jetzt so ist, dann fällt ja, was dann Okay. wegfällt, ist irgendwie dieses Kontrollbedürfnis. Also so nach dem Motto, dann ist das halt so. Ah, okay, dann bin ich das. Okay. Dann bin ich das, dann ist mein Charakter halt so, Ja. oder dann sehe ich das halt jetzt gerade so. Das zeigt sich dann. Das fühlt sich ein bisschen etwas leicht befreiend für mich an. Ne? Dann machen wir den nächsten Schritt noch mal, den Aber es gefällt mir Gegensatz. immer noch nicht, natürlich. Deswegen nur so leicht Ja, befreiend. Ne? okay, aber es ist schon so eine gewisse Befreiung dabei. Ja, okay. Also du kannst es willkommen heißen, du wirst es nicht jetzt gleich bekämpfen oder was auch immer. Gut, machen wir den anderen Schritt nochmal, den Gegensatz. Das heißt, wir machen im Moment nichts anderes, als mal diese beiden Gegensätze gegeneinander zu stellen. Ne? Auf der einen Seite persönlich reinspüren. Geht immer um reinspüren und fühlen. Wie fühlt sich das an? So, und dann eben kannst du oder könntest du das auch wieder nur in dem Augenblick als unpersönlich willkommen heißen. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun, mit niemandem. Niemand ist die Ursache für all das, was du da empfindest. Und könntest du das willkommen heißen? Und wie fühlt sich im Gegensatz dazu das an? Also nochmal einmal die Situation, wie sich die für mich anfühlt, wenn mich das Es anbietet geht und auf der anderen Seite. immer nur darum, wie sich das anfühlt. Das heißt also jetzt in diesem Augenblick geht es darum, wie fühlt es sich an oder wie könntest du das als unpersönlich willkommen heißen und wie fühlt sich das an? Wenn ich das als unpersönlich willkommen heiße, dann, boah, das, weiß nicht, das nimmt da alle Macht raus irgendwie. Das fühlt sich auch befreiend an, aber wesentlich ausgeprägter. Also viel, viel befreiender, weil dann weiß ich, das passiert jetzt zwar, aber das hat gar nichts mit mir zu tun. Das ist, ja, das ist mir dann noch nicht ganz, aber sagen wir zu 90% egal. Und so fühlt sich das an. Ist so etwas wie Knieschmerzen oder wie auch immer, sage ich mal. Das ist nicht mehr, hat nicht mehr so diese Aufladung von irgendwas Besonderem. Das heißt, diese Gegenüberstellung, daran merkst du, okay, da kommst du jetzt irgendwo in die Richtung, ja, eigentlich brauche ich das nicht mehr. Könntest du das jetzt wirklich nur für diesen Augenblick einfach gehen lassen? Und würdest du das auch tun? Ja. Wann? Jetzt. Okay, du bist geheilt. Ja, jetzt im Das war Moment fühlt sich's nur, das waren einfach super jetzt an. nur zwei Beispiele, ne? Also das waren aus einer Riesenkiste von Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Letztendlich geht es darum, finde das, was bei dir, ich sag mal, Resonanz erzeugt. Das, was bei dir, wo es Gefühl hat, ja, okay. Damit kann ich leben. Das können Entscheidungsregeln sein. Das können, also zum Beispiel das, was wir gerade gemacht haben, kann das sein. Das kann etwas völlig anderes sein. Aber finde das, was zu funktionieren scheint, was dich anspricht und wende es an.
Im Gegensatz dazu finde nicht irgendetwas, von dem jemand sagt, du musst das tun. Von dem du glaubst, dass der Kurs von dir erfordert, das muss aber so und so und so laufen. Also muss ich da jetzt durch. Das geht mir zwar auch, die Methode geht mir auch auf den Keks, das funktioniert nicht, aber das ist ja jetzt, sei es Kurs in Wundern, sei es irgendetwas anderes, das muss ich jetzt durch. Das funktioniert nicht. Ich finde das, was bei dir Resonanz erzeugt. Und damit kann man dann auf die Krise gehen. Was immer diese Krise bedeutet. Und da gehe ich jetzt noch mal ein bisschen näher durch. Herzlichen Dank, dass du Danke, so Gregor. offen warst. Danke. Also was ich jetzt mit der letzten Bemerkung meinte, ist die ganz einfache Frage, gibt es eine Standardlösung in einem Kurs in Wundern, um mit einer Krise umzugehen? Bei den meisten kommen sofort irgendwelche Vokabeln in den Sinn. Vergebung, an den Heiligen Geist wenden und so weiter. Solange das Vokabeln bleiben, hat das absolut keinen Sinn. Es ist dann irgendwo eigentlich nichts anderes als Widerstand. Ich bin da wirklich nicht dran interessiert. Das ist hier oben, geht da der Dampfplauderer, da geht also der Problemlöser durch den Kopf, das ist Verstand. Verstand ist was Hochsinnvolles, aber nicht um eine Krise in irgendeiner Form zu bewältigen. Denn dann fängt es an und geht also irgendwo in die Verdrängung oder wie man das irgendwie auch immer nennen will. Und da kennen wir gerade, und wenn man mit dem Kurs arbeitet, da kennen wir mit Sicherheit eine Menge abstrakter Vokabeln, die haben aber nichts damit zu tun, die Krise tatsächlich zu lösen. Sondern, ich kenne das ja auch selber, ich habe das jahrzehntelang, kann man schon fast gesagt, also dieses, lass es mich anders sein. Irgendetwas passiert, irgendetwas läuft schief, wie ein Mantra, lass es mich anders sein. Lass es mich anders sehen. Und das war irgendwie auch zum Automatismus geworden und dann war das schon so eine Art Wegdrücken. Oh, da passiert, lass es mich anders sehen. Und auf diese Art und Weise drückt man das auch gerne weg, so an den Heiligen Geist. Ey, mach weg. Der Heilige Geist als Mülleimer für alles das, was wir nicht mögen. Und alles das dreht sich letztendlich nur darum, wie gehe ich mit der Krise um. Das heißt also noch nicht mal, dass ich die lösen will, die Krise, sondern wie gehe ich damit um? Wie manage ich die? Das ist Krisenmanagement. Krisenmanagement ist aber nicht die Lösung, sondern Krisenmanagement ist die Beschäftigung mit der Krise. Und das ist was anderes als die Lösung. Ich habe da im Grunde genommen, wenn man so will, ja, sage ich mal, drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die japanische Weisheit. Ist so, ist menschlich, kann man nichts machen. Gerade Mist, aber da muss ich durch. Ja, da hoffe ich, das ist nicht unbedingt das, was ihr bevorzugt. Die zweite Möglichkeit ist tatsächlich ist Krisenmanagement. Ich mache irgendetwas mit dem, was da geschieht. Ich reagiere auf irgendetwas. Ich wende irgendwelche Techniken an mit dem Ziel, das muss weg. Das muss also irgendwo verschwinden. Und die dritte Möglichkeit, ich löse das Ganze. Ich kümmere mich nicht um diese ganzen Einzelheiten, sondern ich löse das eigentliche Problem. Und wenn man ganz ans Ende des Textbuches geht, aber wirklich ganz ans Ende des Textbuches, das ist also da der Abschnitt 8 im Kapitel 31. Da gibt es den wunderbaren Satz. Machen wir ihn da. Der ist im Grunde genommen, ja, ich sag mal so, der löst letztendlich alle Probleme oder das ist, wenn man so will, die Lösung für das Problem oder für die Krise. In jeder Schwierigkeit, in jeder Not,
und jeglicher Ratlosigkeit ruft Christ durch dich und sagt dir sanft: Mein Bruder, wähle noch einmal. Punkt, Ende. War schön, dass ihr da wart. Alle Fragen sind beantwortet. Ihr wisst, wie ihr nicht mit den Krisen umgeht, sondern wie ihr die Krisen beherrscht. Das ist im Kapitel 31, 8, in dem Absatz 3. Und damit können wir jetzt alle nach Hause gehen. Oder, Moment, wie meinen? Was ist denn damit jetzt wieder gemeint? Also einfach ist einfach wählen und dann ist alles Paletti. Ach, das ist die Frage an Radio Erivan und die Antwort heißt dann immer im Prinzip ja. Aber was soll ich denn wählen? Und vor allem, wie mache ich das? Ist das Schöne, das geht also da in diesem Abschnitt gleich weiter. Da wird nämlich genau diese Frage gestellt. Wie triffst du die Wahl? Wie leicht ist das erklärt? Das kam jetzt nicht von mir, das steht da. Du wählst stets zwischen deiner Schwäche und der Stärke Christi in dir. Und was du wählst, ist das, wovon du denkst, dass es wirklich sei. Einfach dadurch, dass du nie die Schwäche nutzt, um deine Handlungen zu lenken, hast du ihr keine Macht gegeben. Und Christi Licht in dir ist die Obhut übertragen über alles, was du tust. Denn du hast deine Schwäche ihm gebracht. Und er gab dir stattdessen seine Stärke. Da ist von den Details der Krise nicht mehr so wahnsinnig viel da. Da wird nicht mehr so wahnsinnig viel umgegangen. Da geht es ums Grundsätzliche, wo überhaupt kein Platz mehr ist für die Krise. Wie sieht die Schwäche aus? Also wenn ich jetzt die Schwäche nicht wähle, ich sollte zumindest schon mal wissen, das fühlen oder ein bisschen Bescheid wissen, was ist denn jetzt eigentlich diese Schwäche? Dann nehmen wir mal noch mal eine andere Krise, sowas ganz Banales. Da kommt der Ehepartner nach Hause und sagt: Weißt du was, ich verlasse dich. Und die Kinder nehme ich mit, die Kohle habe ich schon abgehoben. Ich meine, das ist ja immerhin höflich, ne? Das macht man normalerweise heute per WhatsApp. Aber nee, der kommt also dann nach Hause und der sagt dann eben: Komm, und tschüss. Und wie gesagt, Kinder nehme ich mit und die Kohle auch. Was passiert dann? Das fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Oder das fühlt sich an, wenn man das mal ganz archaisch nimmt. So wie in den Anfängen der Menschheit, wenn ein Tiger, der die Gedärme zerreißt. Und wir reagieren ja immer noch auf Tiger, obwohl es im Zentrum von Bonne-Eickel keine Tiger gibt. Aber wir reagieren immer noch darauf. Und das fühlt sich eben wie ein Schlag in die Magengrube an. Jetzt könnt ihr provozierend fragen: Okay, warum empfindest du in dem Augenblick nicht Freude darüber, dass du jetzt die Gelegenheit hast, einen neuen Partner kennenzulernen? Nee, das wird mit Sicherheit nicht geschehen. Krise. Was passiert? Es schwirren irgendwelche Abwägungen durch den Kopf. Optionen. Was kann ich tun? Welche Möglichkeiten habe ich? Da kommen Erinnerungen, die werden projiziert in die Zukunft. Da werden alte Erfahrungen, die kommen unbewusst, die werden herausgegraben, Meinungen auch völlig klar. Die Vorstellungen über das, was jetzt passiert, von denen wirst du dann überwältigt. Natürlich Beurteilungen auf der einen Seite, was den Partner angeht, auf der anderen Seite dich selber und ach, was nicht alles, kann man stundenlang weitermachen, was dann anschließend abgeht. Man kann das zusammenfassen, da geht die Luzi ab. Und da kommt der Versuch, zu einer Entscheidung zu kommen. Wie soll ich reagieren? Was soll ich tun? Was soll ich vermeiden? Und du findest das in keinster Weise normal, dass du das eigentlich nie hinterfragst, was da passiert. Das ist völlig normal. Und wie gehst du jetzt mit den Schlägen um? Und das ist genau die Frage,
nach dem Krisenmanagement. Ich will die Folgen weghaben. Ich will die unangenehmen Gefühle weghaben. Und das Ganze verstärkt sich dann noch. Die Gedanken kreisen. Aus dem Gefühl, wie ich das vorhin gesagt hatte, aus dem Gefühl kommt ein Gedanke, der löst aber wieder, oder kommen Gedanken über Selbstbeurteilung und löst Gefühle aus und dann kommen wieder Gedanken und du bist voll im Krisenfilm. Der Geschichtenerzähler im Kopf, der läuft zur Höchstform auf. Und warum das alles? Um einen Weg zu finden, den ganzen Schlamassel loszuwerden. Und dazu brauchst du ja eigentlich nur die richtige Entscheidung. Jetzt heißt es dummerweise im Kapitel 30.1, da sind wir wieder bei den Entscheidungsregeln in dem Absatz 14, du triffst selber keine Entscheidungen, was immer du entscheidest. Die einzige Frage ist tatsächlich die, womit du sie zu treffen wählst, also die Entscheidung. Moment, sagte, also womit? Was heißt womit? Und das steht im Absatz 16 in dem Kapitel 30.1. Denn sie, die Entscheidungen werden entweder mit Götzen oder mit Gott getroffen. Oder wie es in Bezug auf diese Wahl wähle noch einmal, wie du noch mal treffen solltest, heißt, du nutzt die Schwäche in dir oder du wählst die Stärke Christi. Und diese Schwäche in dir, dieses Kreisen, dieser Dampfplauderer, dieser Geschichtenerzähler, dieser Problemlöser, der Macher, der Krisenmanager, das ist der Götze. Ich nenne ihn bewusst nicht Ego. Ego ist auch so ein Ding. Und dann setze ich erstmal Ego und schon bin ich außen vor. Nee. Das ist der Götze ganz konkret. Dieser Macher oder Krisenmanager, der das ganze Gemüse im Kopf umhergehen lässt. Und der managt die Krise oder versucht die Krise zu managen, aber er löst nicht das Problem. Oder wie es da heißt, du bittest Christus oder den Antichrist, da wird es also nochmal richtig knüppelhart, du bittest Christus oder den Antichrist um Hilfe und der, welchen du wählst, wird sich mit dir verbinden und dir sagen, was du tun sollst. Das ist der Grund, warum du keine Entscheidung selber triffst. Da ist kein Entscheider. Da ist ein Götze oder da ist eine Alternative. Der Christus. Und was du feststellen kannst, das ist diese Aufforderung. Also wähle noch einmal, was du feststellen kannst. Das ist nur eine Möglichkeit. Ich zeige nur Möglichkeiten auf, nämlich, sobald das Kreisen losgeht und sobald du jetzt da drin bist in der Situation, dann stelle fest, du hast hier mehr oder weniger automatisch den Götzen gewählt. Das ist der Götze. Und das kann man sehr leicht feststellen, weil da ist Gedankengewühl, da ist Party im Kopf, da sind Urteile, da ist Schuld, da sind Meinungen, Erinnerungen, Fantasien. Und zwar nahezu automatisch. Aber das ist eine Wahl. Das ist die Wahl des Götzen, des Antichristen. Und jetzt heißt es am Ende des Textbuches, wähle die Stärke des Christus stattdessen. Oder anders ausgedrückt, verbinde dich mit dem Heiligen Geist. Machen wir es ein bisschen, also der Heilige Geist ist das eine, gut, da kommt irgendwo eine Assoziation oder eine Vorstellung. Verbinde dich mit der alles umfassenden Präsenz. Verbinde dich mit der Idee deiner selbst. Das ist wiederum aus dem Textbuch, aus dem Kapitel 5,3, wo es da heißt, der Heilige Geist ist die Idee der Heilung. Ich mache es jetzt einfach nur mal in der Nacherzählung. Der Heilige Geist ist die Idee der Heilung. Und da er die Stimme für Gott ist, ist er auch die Idee von Gott. Also nicht die Idee, die Gott hat, sondern die Idee, die Gott ist. Und damit ist er auch die Idee deiner selbst und aller seiner Schöpfungen. Also wieder der Christus, die einzige Schöpfung, die es gibt. Die Idee deiner selbst. Es klingt skurril,
Du verbindest dich mit der Idee deiner Selbst. Du verbindest dich mit dem, was du selber bist. Und du bittest den Christen oder den Antichristen um Hilfe. Heißt es ja, hatte ich vorgelesen. Oder du hast die Schwäche ihm gebracht. Klingt nach, ja, genau, Gebet. Damit haben wir zum Beispiel Gebet. Also ist das die Standardlösung, von der ich am Anfang sprach? Was ist die Standardlösung, um damit umzugehen? Aber da bin ich so eher so aus dem Handbuch für Lehrer. In dem ersten Kapitel im Handbuch für Lehrer, da steht, es gibt einen Kurs für jeden Lehrer Gottes. Die Form des Kurses variiert stark. So verhält es sich auch mit den jeweiligen Lernhilfen, die dazugehören. Und das war der Grund, warum ich vorhin sagte, finde das, was bei dir Resonanz erzeugt. Finde das, weil der Kurs ist voll mit allen möglichen, mit allen möglichen Hilfsmitteln oder eben in dem Fall Lernhilfen. Und das heißt nicht, ich muss die jetzt alle mal irgendwo durchkauen und ich muss die alle in irgendeiner Form beherrschen. Nein, finde das, was bei dir Resonanz erzeugt. Finde den Kurs für dich. Den Kurs für jeden Lehrer Gottes. Es gibt auch einen Kurs für dich. Das ist der, der bei dir Resonanz erzeugt. Das eine Gebet wird es für dich nicht geben. Im Sinne der Form. Ich hatte mal, das ist noch gar nicht lange her, ein paar Tage vielleicht her. Da ging es um die Form oder die vier Stufen des Gebetes, kommt nicht aus dem Kurs. Wobei das damit anfängt, das ist so die übliche Form. Ich spreche oder bitte um etwas und Gott hört zu. Das ist so die Standardform oder die übliche Krise. Das meiste, was ich dann sage oder worum ich rede, mach weg Krise. Ich will die Krise nicht haben. Mach weg. Da heißt es dann in den Ergänzungen im Lied des Gebets, das Gebet kann nicht gelingen, solange dir nicht klar geworden ist, dass es um nichts bittet. Das wahre Gebet muss die Falle des Bittens, um zu flehen, meiden. So, das heißt jetzt wiederum nicht, du darfst nicht bitten. Nur, das heißt, flehen ist kein Gebet. Und dann heißt es da auch weiter, das Geheimnis des wahren Gebets ist, die Dinge zu vergessen, die du zu brauchen glaubst. Und konkretes Bitten ist ungefähr dasselbe wie auf die Sünde schauen und sie dann vergeben. Und auf dieselbe Weise siehst du im Gebet über deine konkreten Bedürfnisse, so wie du sie siehst, hinweg und lässt sie in Gottes Hände übergehen. Also vom Ich spreche und Gott hört zu der nächsten Phase angelangt, weil Gott spricht und ich höre zu. Da kommen wir in die Hingabe. Was könnte seine Antwort anders sein, heißt es dann auch wiederum im Lied des Gebets, als deine Erinnerung an ihn? Kann diese gegen einen kleinen, trivialen Rat bei einem Problem von eines Augenblickes Dauer eingehandelt werden? Gott antwortet nur für die Ewigkeit. Dennoch sind alle kleinen Antworten darin enthalten. Und der letzte Satz zeigt, es geht hier nicht um ein Frage- und Antwortspiel. Sicher, man kann sich mit Gott unterhalten, man kann sich mit Jesus unterhalten. Man kann sich auch über Kinkerlitzchen unterhalten, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden, ist nicht das Problem. Aber da ist eine Antwort, die alle anderen Antworten enthält. Und damit sind wir eigentlich bei der Phase 3 des Gebetes. Keiner spricht, weder ich noch Gott. Beide hören. Kontemplation. Das Gebet ist ein Beiseitetreten, heißt es dann in dem Lied des Gebets, ein Loslassen, eine stille Zeit des Hörens und des Liebens. Es sollte nicht verwechselt werden mit irgendeiner Art von Bittgesuch, weil es eine Weise ist, dich an deine Heiligkeit zu erinnern.
Deshalb sollte Heiligkeit entfliehen, wo sie doch volles Anrecht hat auf alles, was die Liebe bieten kann. Und die Liebe ist es, zu der du hingehst im Gebet. Das Gebet ist eine Gabe, ein dich selbst aufgeben, um mit der Liebe eins zu sein. Da ist nichts, um das zu bitten wäre, weil es nichts mehr zu wollen gibt. Dieses Nichts wird zum Altar für Gott. Es verschwindet in ihm. Nichts zu bitten, nichts zu wollen. Und dieses Nichts ist dein Altar. Und dieses Nichts verschwindet in Gott. Die vierte und letzte Phase des Gebets, keiner spricht. Keiner hört, einfach nur Schweigen, Stille. Kein Urteil, kein Gedanke. Tauchen wir einfach mal in dieses Schweigen, Stille, kein Gedanke, nichts, kein Urteil. Ein und wie sollte es anders sein? Ich nehme da selbstverständlich wieder meine Lieblingsstelle aus dem Kurs in etwas anderer Form aus dem Kapitel 31.1 und gehen wir mal Satz für Satz dadurch. Und zwar einfach nicht im Sinne von Denken. Es geht nicht darum, über diesen Satz nachzudenken. Ich sage einfach einen Satz aus dieser Stelle und den lassen wir fallen in den leeren, stillen See des Geistes, wenn man sich mal diese Metapher vorstellt. Und dann fühl, wenn dieser Satz auftaucht, dann fühl die Bewegung, die der Satz bei dir auslöst, die der Satz in deiner Stille erzeugt, ohne darüber nachzudenken. Einfach nur reinspüren, einfach nachspüren. Und wie das eben in einem See passiert, die Bewegung verebbt langsam, die Wellen laufen aus und dann kommt der nächste Satz. Denk dran, kein Nachdenken, kein Gedanke, nur nachspüren. Ein Satz, nachspüren. Wir wollen still sein. Einen Augenblick. Alles vergessen, was wir je gelernt. Lass dich einfach da reinfallen. Alle Gedanken, die wir je gedacht. Und jedes Vorurteil, das wir gehegt von allen Dingen und von ihrem Zweck. Vergessen wollen wir, was wir uns denken vom Sinn der Welt. Wir wissen nichts davon. Wir wollen jedes Bild, das jedermann sich in Gedanken je gemacht, sich lösen und entschwinden lassen, ganz und gar. Sei ohne Urteil und dir nicht bewusst,
des leisesten Gedankens. Weder gut noch böse, der irgendwann und über irgendwen in dir entstand. Lege alle Gedanken darüber, was du bist und was Gott ist, weg. Lege alle Konzepte über die Welt, die du gelernt hast, weg. Lege alle Bilder, die du von dir selbst hast, weg. Mach deinen Geist von allem leer. Mach ihn leer von dem, was er für wahr oder falsch, gut oder schlecht hält. Mach ihn leer von jedem Gedanken, den er als würdig beurteilt. Und auch von allen Vorstellungen, deren er beschämt. Halte an nichts fest. Und bring dich einen Gedanken mit, den die Vergangenheit gelehrt hat. Bring dich eine Überzeugung mit, die du gelernt hast von irgendetwas. Vergiss diese Welt, vergiss diesen Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Keiner spricht, keiner hört, nur Schweigen. Nur lebendige Präsenz. Und unbegrenzte Lebendigkeit. Stille, in der alles entsteht und vergeht. Mühelos und grenzenlos.
nichts als sein Altar. Und damit sind wir wieder am Anfang. Krise und keiner geht hin. Nur einfach den Unterschied zwischen Schwäche und Stärke. Und dann wähle das Wie, womit du das jetzt machst, wie es dir am besten auskommt. Finde den besten Weg für dich. Ich hatte hier zwischendurch auch, der eine oder andere wird sicherlich gemerkt haben, aus der Lektion 189,7 die Stelle mitgenommen. Vergiss die Welt, vergiss den Kurs und komm mit völlig leeren Händen zu deinem Gott. Und damit sind wir auch schon am Ende der Krise, wie es nie gegeben hat. Und das ganz ohne Krisenmanagement. Hat noch jemand eine Anmerkung? Ja, dann danke ich euch doch, dass ihr hier wart. Und dass ihr immer in der Stärke bleibt. Ich brauche also nicht jetzt euch beim nächsten Mal zu zeigen, wie der wieder rauskommt. Also nach dem Motto, und jetzt kommt er wieder zurück in die Welt. Nö, da sind wir mittendrin. Und die Welt kann man, da kann man auch genau in diesem Nichts, wenn man so will, wenn man so extrem sehen will mit dem Nichts. Oder in diesem Schweigen oder in diesem Frieden bleiben und die Dinge geschehen lassen. Ich kann keine Entscheidung selber treffen. Ich verbinde mich immer. Also, das ist die Wahl. Womit verbinde ich mich? Und wie sollte es sein? Zu allem Überfluss spiele ich zuletzt noch ein Liedchen.